Tja, ich muss wieder meinen Phönix ziehen. Es geht nicht anders. Aber bin ja gerne in meinem Wohnmobil. Und ich habe Besuch gekriegt. Meine Gartenhäuser sind zwar fertig, aber ich habe mein Schlafzimmer zur Verfügung gestellt, weil das ganz lieber Besuch ist. Der Camper ist auch da. Mein Rasen wächst. Also es ist schon. Ich will nicht sagen, die grüne Hölle, aber es ist schon schön grün. Ja, so ist das. Uralt. Naja, uralt, ja. So alt wie du? Nee. Wenn es nachher spritzt, dann nicht, dass es dann heißt, Die hat die Boost, die Bart und auch noch eine alte Hose und wollte Ach, du hast noch eine so mit so einer Bluse, ne? Das halt macht so fast. Rosi, erzähle mal den Leuten, wie alt du bist. Ne, 94, das wissen sie doch. Nee, ich muss sagen 49. Musst du immer sagen, so rumdrehen, weißt und du? Macht noch Sport. Und ja, guck mal das Gesicht an, das ist keine 49 mehr. Na doch, siehst du noch top aus. Wir müssen lüften lassen. Na, machen wir Sport, komm, mach mal. Wir wollen mal sehen, du bist auf dem Film. Ich habe es doch gezeigt. Ja, hat sich ja gezeigt hier. Da platzt dann. Na, na, oi, 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 oi. Nimm dir mal Beispiel. Lieber. Ja. Naja, da wollen wir mal sagen, ein Punkt. Ja, das war schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt nochmal auf ein, oh, ja, jetzt und jetzt nochmal auf ein Bein stehen. Nein, nee, das geht nicht. Das mehr. Geht nicht. Nee. Klar. Na. Gucke doch, wie sie sich ziert. Nicht umfallen. Mach ich immer mit den Enkeln. Wer fällt zuerst um? Ja, und dann ich hätte doch keine Enkel. Ja, ich habe 10 Urenkel. Na eben. Urenkel. Schmecken fast wie polnische. Was polnische? So, wo wasche ich meine Hände? Rosi, solche guten Wasser gibt es nur im Meckpommen. Gibt's nur in Duko. Gibt's nur in Duko? Duko, ja. Ach, da gibt's noch Brot. Gucken Sie mal an. Oder ein Kartoffelsalat. Du kannst dich entscheiden dafür. Die zwei esse ich nicht. Ja, ich esse noch Brot. Das ist meine, gib mir das meine. Danke. Und du? Willst du auch noch irgendwas vor? Wir benimmst du. Schaffst du das? Naja, aber ich esse es. Hm? Ach nee. Die 94, sag ich dir, die hauen ja eh nicht offen. Weil noch Brot. Da weißt du ja nicht, was ja, los ist. Jetzt auf einmal wollen sie alle mein Brot. Verstehst du? Ich hab einen Schluck. Ein bisschen Dreck. Das schmeckt ja auch nicht angenehm. Nee. Was? Doch? Nee. Also die Würste sind einmal. Sag mal, Gruß an die Gemeinde rein. Zum Film. Aber so eine Gemeinde. Eine YouTube-Gemeinde. Duckow. In Duckow gibt es nur lauter freundliche Menschen. Kann man sagen. Ja. Da hat heute ja einer einen Hut hochgehoben. Ja. Einer ist mit vorne, der hat da damit Rat. Und da hat er grüßt den Häuptlichen mit so. Das gibt's auch noch. Der hat mit dem Fahrrad durch. Das gibt's auch noch. Und die Frau hat uns einen schönen Aufenthalt gewünscht, die vom Friedhof. Sind alle freundlich. Anders wie Naumburg, ja? Nein, ja, in Naumburg ja, sind Naumburg auch freundlich. Stadt. In manche grüßen, jawohl. Und auch lächeln. Normalerweise müsste ja eigentlich Fett schmilzen, ab 30 Grad. Müssten Fettzellen im Körper aktiviert werden, dass die sich auflösen. Es ist kochend heiß hier. Das ist ehrlich. Es sind bald 40 Grad. Oh, Wahnsinn in Duko. Es ist ja überall so. Ja, ich bin ja in meinem Wohnmobil. Ich, natürlich, bei der Sonne sieht man auch jeden Dreck. Ich bin dabei, ein bisschen sauber zu machen. Auszusaugen. Oh, furchtbar. Aber die Hitze ist unerträglich. Wo waren wir heute? In Polen. So, und weißt du noch die Strecke, wo wir lang gefahren sind? Friedland ist da. Passewein. Straßburg sind wir vorbei.
Naja, ich konnte hinten nicht immer alles sehen. Aber Neubrandenburg sind wir erst. Ich denke, du hast in der Mitte gesessen. Nee. Ja, oh. Ich kriegte das Gottnick-Haus. So. Ich habe immer so geguckt. Hast nicht alles mit der Hand im Drehen war es weg. Hast nicht alles mitgekriegt. Nee. So furchtbar. Aber viele Bekannte. Über Neubrandenburg sind wir erst mal. Ja. Und erzähl mal, Rosi, hat es dir gefallen in Polen? Wo? Naja, viel haben wir nicht gesehen. War soweit. Die Geschäfte halt. Doch, hallo. Das ist mir alles bekannt. Es war sehr anstrengend. Heiß und anstrengend. Ja, im Auto war es angenehm. Ja, im Auto durch die Klimaanlage, aber. Ja. Ganz angenehm. Nö, ich hatte eiskalte Beine. Aber das störte mich nicht. Durch die Klimaanlage, ja. Rostock, möchte ich auch mal kennenlernen. Rostock. Das ist Deutsch, oder? Rostock ist Deutsch. Rostock ist Deutsch, ja. No. Das ist die größte Stadt Stadt Mecklenburg. Von Mecklenburg, Vorpommern und der viertgrößte Seehafen Deutschlands. Nach Hamburg, Bremen und Lübeck. Der Schiffbau von Rostock ist weltberühmt. Hier gibt es Werften, das sind Fabriken, in denen Schiffe gebaut werden. Und in Hamburg, warte mal, wie hieß es da, wo sie auch bauen? Ja, immer Werften. Mal sehen, ob ich was abkriege. Oh. Hoho! Schön! Edwin, komm raus! Oh. 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 Lacht ihr über mich? So. Und jetzt will ich euch mal zeigen, dass unsere Dusche hier fertig ist. Tutti wollte vorhin versuchen, Wasser mit der Gießkanne zu nehmen. Aber da muss ja ein Schlauch angeschlossen werden. Ja, das ist jetzt praktisch auf Stein, das steht jetzt richtig fest. Das ist schon gut. So. Ich bin jetzt ganz nass. Meine Hütten habe ich auch ein bisschen eingerichtet. Bett bezogen. Bett bezogen, Regale angebracht. So, und hier sitzen zwei, die spielen. 6 und 5. Tutti gewinnt immer, aber Tutti macht bestimmt Beschiss, hä? Nein, ich kann da gar nicht So, ja. Hier steht noch so ein kleines Bett, das ist noch für kleine Menschen. Und meine Puppen, ach Gott. Ich habe mal diese Puppen gesammelt. Oh. Oh, ich konnte sie nicht wegschmeißen. Furchtbar, manche Sachen kann man einfach nicht wegschmeißen, ja. Oh, ich tue mich da so schwer damit, Sachen wegzuschmeißen. Naja, und jetzt mit dem Gartenhaus, da habe ich wenigstens die Möglichkeit, ein bisschen was unterzustellen. Ach so, meine neueste Errungenschaft habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Mein Tarnnetz für den Gastank. Aber das ist ein bisschen klein. Naja, schade. Das hätte ein bisschen größer sein müssen. Aber ich muss mal sehen. Ich will mal so einen Strick noch rum machen. Vielleicht zieht sich das ein bisschen rum. Mein Rasen ist schon schön gewachsen, ist schon schön grün. Naja, aber es muss halt mal richtig regnen. So, ihr Lieben, das soll es für heute mal gewesen sein. Ja, ist ja eigentlich nur mal Mist, was man so filmt. Ja, was passiert ja eigentlich nicht. Sollte euch das Video trotzdem gefallen haben, Daumen nach oben, abonniert mich. Macht's gut. Tschüss.